Grüß euch miteinander, mein Name ist Maximilian Gierl. Ich bin selbstständiger Fotograf im Outdoor- und Adventure-Sportbereich. Und heute will ich über den neuen Loewe Pro Fotosport X euch was erzählen. Den habe ich jetzt seit 2 Monaten schon getestet. Und das Spannende an diesem Rucksack ist, dass dieser Rucksack grundsätzlich modular ist. Ihr könnt den in 2 verschiedenen Größen kaufen. 35 oder in 45 Litern. Das hier ist die 45 Liter Variante. Und das Inlay könnt ihr grundsätzlich dann selbst wählen, was ihr dazu haben wollt. Das ist Teil von der neuen Green Line von Loewe Pro. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und zwar versuchen sie, CO2 bei der Produktion einzusparen. Es sind sehr robuste Materialien verwendet. Die Färbung ist speziell, das heißt, das Färben selber passiert direkt in die Faser hinein. Dadurch ist es UV-resistenter und beim Färben selber wird kein Wasser verbraucht, was auch was sehr Fortschrittliches ist und das ist richtig cool. Dieser Rucksack ist so ein bisschen für mich die Weiterentwicklung in Richtung Bergsport vom Loewe Pro Powder, den ihr vielleicht kennt. Er hat hier entsprechende Halterungen für einen Helm, für 2 Pickel oder für Wanderstöcke. Er hat ein Regencape integriert, das ist jetzt orange im Vergleich zum Powder, wo es grau war. Das ist sicher ein Riesenvorteil, gerade im Bergsport, wenn es mal schlecht Wetter ist oder irgendwas sein sollte, dass man einfach besser gefunden wird. Ansonsten ist er ein Top-Loader-System. Er hat ein paar Finessen, was Taschen betrifft. Zum einen, wenn man hier oben aufmacht, dann kann man hier oben, hat es ein kleines Fach, da kann man sehr gut den Autoschlüssel verstauen. Zum Beispiel oder Stirnlampen, ich habe immer Stirnlampen da drin. Dann hat es grundsätzlich innen drin noch ein Fach, wo man auch noch was reintun kann. Man kann hier vorne sehr gut Jacken oder frisch T-Shirt oder das nasse T-Shirt verstauen. Man kann das aber auch draußen mit den Gummis machen. Man kann natürlich selbstverständlich Stativ an der Seite befestigen. Auf der anderen Seite eine Trinkflasche. Und was halt noch super ist, hier unten, wo das Regencape drin ist, das ist ein zusätzliches Fach. Das heißt, da unten könnte man zum Beispiel jetzt auch Steigeisen hineintun oder noch ein extra Objektiv, wo man super leicht reinkommt. Aber wenn man eine sehr kleine Kamera hat, kann man die auch sehr gut da verstauen. Und was ich persönlich noch extrem feiere, ist vorne die Halterungen für Softflask. Das ist richtig, richtig cool. Kann man auch einen Riegel reintun, da kann man das Handy reintun, da kann man eine kleine Powerbank reintun. Es ist auch vorbereitet für Trinksystem. Das Rückenteil hier ist verstellbar in der Höhe, ganz einfach mit Klettverschluss. Passt auch für Frauen, wir haben es auch mit Frauen getestet. Ich finde es auch vom Tragekomfort super angenehm. Auch wenn es mal anstrengender ist, vom Schwitzen her überhaupt gar kein Problem. Ansonsten, wie üblich bei Fotorucksäcken, haben wir von hinten den Eingriff. Das hilft natürlich auch beim Reisen, dass wenn irgendwie was ist, dass es nicht so leicht geklaut werden kann. Da muss er schon den ganzen Rucksack mitnehmen. Und ja, zu guter Letzt kommen wir dann noch zu den Inlays. Bei den Inlays ist es so, dass es 3 verschiedene gibt. Das sind die Gearboxen, die gibt es hier in der XL-Varianten, die gibt es in der Large-Varianten und da gibt es noch die XXL-Varianten. Die kosten zwischen 50 und 100 Franken und das kleinste hier, da passt gut eine Kamera rein mit einem Objektiv und einem zweiten Objektiv. Natürlich Reserve-Akkus bringt ihr alles mit rein oder einen ND-Filter. Hier in dem Package bringt ihr zum Beispiel bei mir problemlos noch eine Drohne mit rein, zusätzliches Objektiv, Akkus für die Drohnen, vielleicht einen ND-Filter dafür. Also ich würde euch sicher eher das Größere empfehlen. Solltet ihr schon den Loewe Pro Powder haben, dann könnt ihr tatsächlich das Inlay wiederverwenden. Das passt auch wunderbar da rein. Zu guter Letzt gibt es noch eine Sache, die man zusätzlich kaufen kann. Und das ist der Runabout-Rucksack, den man sehr, sehr gut in den Rucksack selber hineintun kann. Das ist ein kleiner, ultraleichter Rucksack, der auch von hinten ein Fach hat zum Aufmachen. Da passen auch ebenfalls wieder die Gear-Abboxen hinten rein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auf eine Hütte geht und dann sagt, ihr geht in der Nacht noch Milchstraße fotografieren oder, keine Ahnung, noch Sonnenuntergang fotografieren und es ist nicht weit zum Laufen, ihr braucht das nicht alles Equipment, nicht noch Daunenjacke und Schlafsack und was weiß ich was, dann könnt ihr den einfach problemlos in den Rucksack mit reinpacken und habt dann quasi ein zweites Teil. Richtig coole Idee, ist alles zusätzlich, wie gesagt, ist ein modulares System. Richtig, richtig cool von Loewe Pro, kann ich nur empfehlen und wie ihr seht, den kann man ganz klein hier zusammenrollen, überhaupt kein Problem. Ja, also ich bin wirklich mega happy mit dem Rucksack, ich kann euch den absolut empfehlen. Der kostet in der 45 Liter Variante 320 Liste. Richtig cooles Teil, macht richtig Spaß mit dem unterwegs zu sein. Und ja, wenn ihr einen Rucksack sucht, mit dem ihr
eben so ein bisschen Outdoor-Adventures sucht, mit denen ihr vielleicht auch Bergsteigen gehen wollt, zum Fotografieren oder ein bisschen alpinere Sachen. Das Teil ist wirklich super robust und mega cool, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut es euch mal an. Die Links habe ich alle unten in die Infobox gepackt. Das Ganze wurde mir natürlich zur Verfügung gestellt und das Video hier ist bezahlt. Aber grundsätzlich ist es dennoch so, dass ich immer noch meine eigene Meinung habe, was das Produkt betrifft. Also das wird mir nicht vorgegeben. Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich zu dem Rucksack sagen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann tut es doch einfach unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich immer über ein Like und ein Abo. Das kostet nichts, hilft mir aber für den Kanal. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen super schönen Sommer und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo draußen in die Berge.